Grüß euch und herzlich willkommen in meiner Weihnachtsbäckerei. Passiert das nicht auch bei euch, dass vom Platzerlwoche immer wieder ein bisschen was übrig bleibt? Ihr rechnet es ganz genau aus, aber trotzdem mal in die Backerl ist einmal 100 Gramm drin, mal 150 Gramm. Also bleibt manchmal Nüsse, Mandeln, Walnüsse, irgendwas bleibt immer übrig. Deswegen mache ich heute einen Weihnachtskuchen. Und da könnt ihr immer das hernehmen, was euch übrig geblieben ist. Könnt ihr es auch zusammenmischen, das macht überhaupt nichts aus. Und auch die Gewürze könnt ihr aufbrauchen. Also, los geht's! Und das sind jetzt meine Zutaten. Eure können ganz anders ausschauen. Da habe ich jetzt ein bisschen gemahlene Walnüsse übrig, habe gehackte Mandeln übrig, und hätte auch noch Haselnusskerne übrig. Alles könnt ihr hernehmen, ob gehackt oder gemahlen, das passt alles. 100 Gramm sollen es nur sein von dem. Dann brauche ich 130 Gramm weiche Butter, 5 Eier Größe M, 140 Gramm Zucker, 150 Milliliter Joghurt, 35 Gramm Kakao und ein Backerl Lebkuchengewürz habe jetzt ich da. Das habe ich nämlich heuer gar nicht gebraucht, habe es aber schon daheim gehabt. Deswegen nehme ich das jetzt einfach her. Ihr könnt aber auch alternativ gemahlene Nelken, gemahlenes Piment, Ingwer, Anis oder Muskat reintun. Das schmeckt auch gut. Dann brauche ich noch Zimt, einen Teelöffel, 175 ml Milch, Prise Salz, 300 Gramm Mehl und ein Backerl Backpulver. Zum Verzieren, wo ist er denn? Da hier hinten. Da habe ich immer meinen Schokoguss. Dann ist mir noch ein bisschen eine weiße Kuvertüre geblieben. Die tue ich dann ein bisschen drüber träufeln lassen. Und ihr könnt es dann auflegen, was ihr auch wollt. Von mir aus Haselnusskerne, Walnusskerne, Krokant, was man halt übrig hat. Aber jetzt geht's los. Wie gesagt, jetzt brauche ich 100 Gramm von meinen Nüsse. Egal, wie gesagt, schon welche Art. Ich nehme jetzt zuerst einmal die Walnüsse her. Das sind jetzt 49 Gramm. Und dann, glaube ich, tue ich die blanchierten, gehackten Mandeln drunter. So, das ist jetzt miteinander 100 Gramm. Da habe ich jetzt 100 Gramm Butter oder wenn es mit Margarine backt, dann nimmt ihr die Margarine. Die tue ich jetzt ein bisschen aufrühren. Dann kommen die 140 Gramm feinsten Backzucker dazu. Und wenn das da an der Seite so droh biegt, dann streichen wir das ein bisschen rein, damit der Quirl da auch alles erfasst. Nach und nach gebe ich jetzt 5 Eier dazu. Die lose ich jeweils eine Minute unterrühren. Und die Eier sind nicht aus dem Kühlschrank, sondern auch heraus gestanden. Und schaut jetzt einmal her, jetzt habe ich zwar meine Eier langsam drunter geschlagen, jede Minute, und trotzdem ist jetzt das so grisselig geworden. Es kann sein, dass die Butter vielleicht noch ein bisschen zu kalt war. Aber wir schauen einmal, vielleicht kann man es noch retten. Ich gebe jetzt einmal meine Schüssel, wenn es gegangen hat, ja, ich glaube, das haut schon hin, in ein heißes Wasser rein oder in ein warmes Wasser. Das muss jetzt alles eine gleiche Temperatur kriegen. Die Masse hat sich jetzt zwar verbunden, aber es ist jetzt halt keine Schaumasse mehr. Jetzt probiere ich das nur mit zum Aufschlagen. Jetzt habe ich es noch ein paar Minuten aufgeschlagen. Es ist zwar nicht mehr grisselig, aber es ist schon sehr flüssig. Ich probiere es einfach. Wie ich schon oft sage, Kuchen backen ist nicht mein Ding. Nun kommen die Gewürze dazu. Eben wie gesagt,
Ihr könnt auch eure eigenen übrig gebliebenen Gewürze dazu hernehmen. Da sind eben verschiedene Sachen drin. Koriander ist auch drin, Sternanis, Fenchel, Muskatnuss, Nelken und Kardamom. Kau. Die Nüsse, Zimt, Salz, Milch, und da ziemlich viel an Milch. Ich hoffe nur, dass das ein schöner Teig dann wird, nicht, dass das eine flüssige Sache ist. Und der Joghurt. Das wird jetzt noch verrührt. Bis jetzt ist das ja ganz, ganz flüssig. Das Mehl gebe ich in ein Sieb, dazu gebe ich das Päckchen Backpulver. Über den Teig sieben und nur noch kurz verrühren. Na, so schlecht schaut er jetzt gar nicht mehr aus. Den Teig in der Form füllen. Die habe ich schon gefettet. Ein bisschen glatt schütteln. Und der kommt jetzt bei 160 Grad Umluft. Eine halbe Stunde, glaube ich, braucht er schon. Dann sehen wir uns wieder. Eine halbe Stunde war unser Kuchen nun im Ofen. Jetzt muss ich mal schauen, den Stäbchentest machen, ob er denn schon durch ist. Da kommt mir das schon ein bisschen batzig vor. Ich lasse ihn noch lieber 5 Minuten drinnen. 35 Minuten war jetzt der Kuchen im Ofen drinnen und jetzt lassen wir ihn nochmal abkühlen. Unser Weihnachtskuchen ist nun abgekühlt. Nicht so schön ist, dass er da schon so Risse drinnen hat. Man könnte den jetzt auch auf dem Blech backen. Vielleicht waren da nicht so viele Risse drinnen. Aber das Blech, fürs Blech, meine ich, ist zu wenig Masse. Oder man könnte ihn auch in der Kastenform tun. Also auf alle Fälle streiche ich ihn jetzt mit schwarzer Kuvertüre an. Rundum und um. Der ist jetzt fertig eingestrichen und ich habe nur so ein bisschen weiße Kuvertüre übrig. Die schmiere ich jetzt einfach so drüber, so Streifen. Sehen wir es wohl, dort ist vielleicht Sternerl auf die Seite. Ich tue meinen Stern in die Mitte und ich tue so ein paar so Walnüsse an die Ecken her. Das müsst ihr allerdings machen, solange der Kuchen noch, der Guss noch nicht trocken ist. Weil wenn der mal trocken ist, dann biegt da nichts mehr. Ihr könnt ein Perlchen auf wie da, wie es ihr wollt, natürlich. Und so schaut er aus, wenn er fertig ist, mein weihnachtlicher Restekuchen. Und er ist auch eigentlich ganz schön fluffig geworden für das, dass die Schaumasse ja nicht so toll war. Ich schneide ihn dann an und zeige euch dann ein Stückchen, wie es innen drin ausschaut. Vielleicht schaut es da ganz anders aus.